Wir brauchen ganz dringend gute Brücken in die Betreuungs- und Pflegeberufe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns um die Umsteigerinnen kümmern. Es kann einfach nicht sein, dass wir interessierte Menschen, die gerne in die Betreuung und Pflege wollen, deswegen verlieren, weil sie keine Ahnung haben, wie sie sich ihr Leben während der Ausbildung finanzieren sollen. Das Fachkräftestipendium ist oft zu gering, oder wenn ich an der Fachhochschule den Bachelor zur Gesundheits- und Krankenpflege mache, dann habe ich gar keinen Anspruch auf Fachkräftestipendium. Und das ist einfach schwierig. Wir fordern hier ganz klar eine Existenzsicherung während der Ausbildung, die wirklich die Kosten des Lebens abdeckt. Also das Wohnen, wenn ich Kinder habe, dass ich wirklich alle diese Ausgaben stemmen kann und die Ausbildung erfolgreich wirklich absolvieren kann. Eine Erwachsenenpflegelehre halte ich eigentlich für eine völlig sinnlose Idee. Es besteht heute schon an den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, dass ich die einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz oder die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz mache. Warum ich da eine längere Ausbildung machen sollte, als die es ohnehin schon gibt, schließt sich mir nicht.